Ein brutaler Nachbarschaftsstreit führt Justin Böttger und Moritz Breuer nach Köln-Ehrenfeld. Dass sich mehr dahinter verbirgt als eine Sachbeschädigung, ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand. Bitte, bitte! Komm sie schnell! Der schlägt mein Mann nieder, ja. Bitte! Arno, 15:38. Wir sind am Einsatzort angekommen. Hey, einmal auseinander! Hey! Auseinander! Was ist denn hier los? Der kommt einfach hier rüber, macht mir die ganze Zeit die Pflanzen am Arsch und dann spielt er sich ja auf, der Vollidiot. Dann gehen Sie sich direkt an die Gurgel oder was? Erste Frage. Ganz ruhig. Das ist die erste Frage. Brauchen Sie einen Rettungswagen? Sie haben ein blaues Auge. Nein. Haben Sie das von ihm? Ja. Also hat er Sie jetzt geschlagen? Ja, der kam da rüber und dann fing er direkt an, der Idiot. Was sagen Sie dazu? Komm, wir gehen mal. Ich hatte eben eine Diskussion mit ihm. Er hat wirres Zeug geredet, irgendwas mit Pflanzen vergiftet und ich wusste gar nicht, was er will. Können wir das jetzt mal in Ruhe klären? Dann fangt ihr direkt an, schüttet mir irgendeine Scheiße da rein. Sie sehen uns. Wir sind von der Polizei. Wir sind jetzt hier und wir klären das jetzt auf. Ja. Sie bleiben jetzt mal ganz ruhig, okay? Okay. Nur weil er ein schlechter Gärtner ist, haben wir doch nichts mit seinen Pflanzen zu tun hier. Sie bleiben ruhig, kann sie loslassen? Alles gut. Sie kam nach Hause und hab dann hier Pflanzen eingetopft. 2 Tage später sind die kaputt. So, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht sind die ausgetrocknet, mach wieder. Tag später wieder kaputt. Okay. Und ständig schleichen die hier bei mir ums Haus rum, machen dann einen Krach von der anderen Seite. Die sollen sich verpissen hier. Haben Sie auf dem Grundstück hier erwischt? Ich bin hier und dann habe ich die vorne gesehen. Ich gehe wieder hier zurück in meinen Garten. Da kommt der mir hinterhergerannt und scheißt mich hier an und greift mich direkt an. Ist doch klar, dass ich mich dann hier verteidige und so. Ist ja mein Grundstück. Was will der hier? Dumm angemacht und hat sich richtig aufgebaut und hat mir eben wirre Sätze, mit denen ich nichts anfangen kann, weil ich habe nichts mit seinen Pflanzen zu tun. Wir haben eine Überwachungskamera. Ich bin sicher, dass du dich hast an unseren Pflanzenplan nicht zu schaffen gemacht. Ja, ich habe euch gesehen. Was hab ich denn davon? Hab ich euch nicht gefilmt? Mich gefilmt? Du hast uns gefilmt. Trotz eines Überwachungsvideos beteuert die Nachbarin vehement ihre Unschuld. Entlarvt das Material der Kamera die junge Frau tatsächlich als Lügnerin? Wir schauen uns das einmal an und dann schauen wir mal, was wir da sehen. Und dann sagen wir, ob das überhaupt für sie interessant ist. Ja, da kommt es um die Ecke. Okay. So, das ist ihr Regenmantel. Und da sind, ja. So, da schüttet die mir was in die Blumen. Und die Flasche habe ich im Mülleimer gefunden. Das ist die Flasche. Hat sie noch in der Hand. Okay. Sie erkennen diesen Mantel auch wieder? Ja. Dann würde ich einmal bitten, dass die Dame sich das einmal anschaut, dass sie auch weiß, worüber wir hier sprechen. Na, muss ich einmal, glaube ich, hier drücken. So. Ja. Und das soll Ihr Mantel sein. Kommt Ihnen dieser Mantel bekannt vor? Das ist tatsächlich mein Mantel. Ja, schön, das ist Ihr Mantel. Das bin ich aber nicht. Ich bin es wirklich nicht. Steht da eine Uhrzeit drauf oder sowas? Normalerweise haben die Überwachung. Hat die Überwachungskamera Uhrzeit? 21:14, ja. 21:14, ja. Und wann soll das gewesen sein? Also was für ein Tag? Ich bin das wirklich nicht. Das ist ja, es ist mein Mantel, aber ich bin das nicht. Ja, und die Flasche? Wo hast du die her? Sie haben doch jetzt zu mir gesagt, dass Ihnen das... Hören Sie, was haben Sie denn gemacht gestern um 21:14? Gestern? Da war ich im Kino mit meiner Freundin. Das können Sie auch belegen. Guck mal. Kann Ihre Freundin da was, irgendwie ein Alibi ich geben? Sogar noch das Ticket. Dass Sie mit ihr da unterwegs waren? Sehen Sie hier. Ein Ticket ist noch gestern besser. Gestern. Kommt auch mit der Uhrzeit. Tatsache. Ja, aber ein Ticket kann ich mir auch einfach irgendwo gerade vom Kino aufsammeln. Das stimmt natürlich, aber wir wollen doch jetzt nicht ernsthaft. Also, ich traue der Dame das jetzt ehrlich gesagt nicht zu, ohne jetzt zu nahe treten zu wollen, dass sie das jetzt von großer Hand hier geplant hat mit einem Kinoticket in der Tasche. Was denkst du denn, was ich denn davon habe? Was will ich denn mit deinen Pflanzen? Sag mir das mal. Ja, bei euch ist immer irgendwas. Immer ist mit euch irgendwas. Ja, ist das schon öfter jetzt vorgekommen zwischen den Parteien, dass es zu Streitereien kam? Wir haben uns früher wirklich gut verstanden. Und dann auf einmal sind sie uns aus dem Weg gegangen. Da war jedes Hallo zu viel. Und ich habe versucht, schon mit ihr zu reden. Sie ist mir dann aus dem Weg gegangen. Sie hat keine Zeit, viel um die Ohren. Auf einmal war dieser Cut. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Okay. Ich habe aber noch was anderes, was ich Ihnen unbedingt zeigen möchte. Was soll's denn? Moment. Soll ich Ihnen irgendwie helfen? Entschuldigung. Ich hab diese Decke hier gefunden. Ein Baby, das durchgestrichen ist. Ich hab wirklich Angst. Die Decke ist aber nicht von Ihnen, die wurde nicht entwendet. Ja, dann haben Sie ihn. Wo haben Sie die gefunden? Die lag hier im Garten, ich hab wirklich Angst. Okay, das kann man natürlich nachvollziehen. Also,
Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja. Was können Sie dazu sagen? Also das ist schon eine Drohung hier. Ein Baby, was durchgestrichen ist. Ja, das ist nicht Preis. Von mir. Was haben wir denn mit so einem Baby jetzt hier im Hut? Ich bin total kinderlieb, wenn ich jetzt keine Kinder habe. Herr Schulze, kommen Sie einmal rüber. Aber ich habe noch andere Sachen. Ich verstehe das zeigen. Nicht. Warten Sie mal ganz kurz. Ich würde gerne einmal wissen, wenn alle Personen jetzt quasi auch Sie erkennen, dass das Ihre Jacke ist. Wann haben Sie denn die Jacke das letzte Mal gesehen? Gute Frage, vielleicht vor also paar hängt sie bei Ihnen in der Garderobe oder was? Oder? Hängt eigentlich in meiner Garderobe. Eigentlich, aber mir ist es noch nicht aufgefallen, dass die jetzt nicht an der Garderobe hängt. Ich weiß es nicht, wie die Jacke anscheinend entwendet wurde. Ja, die macht dich selbstständig. Nee, ich war also das nicht. Irgendwer muss es ja gewesen sein. Ich sag mal so, jetzt von der Statur würde ich zumindest mal den Herrn ausschließen, dass er unter dieser Regenjacke gesteckt hat. Dann entweder, ja, ich weiß nicht. Aber hier ist ja immer was anderes. Ich kann euch noch was zeigen. Ich hab nicht noch was im Geräteschutz. Ja, bin ich ja mal gespannt. Was haben Sie denn im Geräteschutz? Was haben Sie denn jetzt schon wieder? Das ist ja ständig was anderes. Aber das, ach Quatsch. Quatsch. Kaputt, eine Fahrräder, kaputt gestochen worden, Joa. Reifen kaputt. So, hier haben Sie Fahrräder echt, drin. Das ist echt Quatsch jetzt. So, schön die Reifen glatt gestochen. Eieiei. Ja. Ja. Okay, und Sie denken jetzt, das wären auch wieder Ihre Nachbarn ja, gewesen? Ja, wer soll das sonst sein? Was, okay, was können Sie dazu hier sagen? Was ist das denn hier? Guck mal. Was können? Hier, lass doch der Regenmantel. Können Sie mir direkt mal geben. Ja, der ist aber in Ihrem Schuppen, wenn ich Ihnen das mal so sagen darf. Ist doch ja, Ihr Schuppen. Ja, klar, dann machen Sie bitte Reifen kaputt, schmeißen was das macht Ding der, was rein. Macht jetzt der Regenmantel hier? Ja, ist eine gute Frage. Ahnung, kommt dein Mantel hier rein? Das würde ich gerne selbst mal wissen. Ich allerdings auch. Ja, bisschen, ich war das nicht. Es wäre ein bisschen blöd, erstmal hier die Blumen zu zerstören und die Beweismittel hier zu lassen, was oder? Was ist denn hier? Die Mütze haben wir auch noch hier. Das ist doch deine Mütze. Würden Sie uns einmal bitte erklären, wie Ihre Mütze in diesen Regenmantel gekommen ist? Was läuft hier für ein Spiel? Das würde ich auch gerne mal wissen. Du kannst auch mal was dazu sagen. Was hat denn Alex? Du bist doch schuld an der Situation. Hör auf, Alex zu beschuldigen. Alex, dein Alex, der geht dir fremd, ja? Nur, dass du es weißt. Sieh doch jetzt keinen Mist. Komm. Mein Gott, scheiß drauf, komm. Dann sagen wir mal allen die Wahrheit, also... Nee, das Kind, nein. Das Kind ist wahrscheinlich nicht von dir. Ist nicht dein Ernst jetzt? Das ist jetzt nicht. Jetzt kommen wir alle mal runter. Du willst mir jetzt erzählen, jetzt kommen du treibst es mit meiner Frau und das Kind ist wahrscheinlich von dir? Du hattest ja, doch nie Zeit. Da wollt ihr mich verarschen? Ich bin die ganze Zeit am Arbeiten. Ich will mich selbstständig machen für dich. Damit ich hier die ganze Scheiße hier alles machen kann. Und dann fällst du mir so in den Rücken mit so einem Typen. So, Entschuldigung. Das ist nicht dein Ernst. Hören Sie, das wird mir gerade ein bisschen also zu bunt. Also wir müssen jetzt einmal kurz... So leid mir das tut und wie problematisch das jetzt zwischenmenschlich zwischen Ihnen ist. Hier sind ja quasi Vorwürfe von Straftaten aufgeworfen worden. Und so wie sich das Ganze für mich darstellt, könnte es sein, dass Sie dafür verantwortlich sind. Und es tatsächlich zu keinen Straftaten, zumindest zu denen, die hier angezeigt worden sind, gekommen ist. Also geben Sie zu, dass Sie das mit den Pflanzen gemacht haben. Und dann schüttest du die Scheiße da rein. Und mit den Reifen? Ich wollte umziehen. Ich habe dir mehrfach gesagt, lass uns umziehen. Ich möchte weg aus der Nachbarschaft. Du wolltest es ja nicht hören. Ja. Was sollte ich denn machen? Weißt du was? Du kannst umziehen. Mach, dass du Land gewinnst. Du kannst abhauen. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Warum? Du kannst deinen Typen mitnehmen. Ich konnte doch nicht neben Alex wohnen bleiben. Er wollte von dem Kind nichts wissen. Das ist nicht dein Ernst. Nein. Das ist natürlich jetzt eine tragische Situation. Das ist jetzt natürlich eine tragische Situation. Wir müssen das trotzdem klären für uns als Polizei. Also mit den Sachbeschädigungen hat es jetzt nichts auf sich. Es geht jetzt rein allein nur hier um die um das blaue Auge, um die Schlägerei, um die KV. Johann, du hast dich so über das Baby gefreut. Natürlich, klar. Aber ist das richtig? Also die Blumen haben Sie kaputt gemacht mit dem Frostschutzmittel und die Reifen haben Sie auch zerstochen. Das brauchen wir den zwei nicht mehr anhängen. Nee, aber dafür müssen Sie sich verantworten, ne? Vortäuschen einer Straftat, falsche Verdächtigung, da sind Sie mit im Boot. Sie brauchen zu der Sache auch nichts mehr zu sagen. Ich belehre Sie jetzt einmal vorsorglich, ne, alles. Also, wie gesagt, müssen Sie den ganzen Vorwürfen jetzt hier erstmal nicht mehr äußern. Haben Sie das soweit verstanden? Der betrogene Ehemann hat seiner Frau verziehen. Sie sind kurze Zeit später weggezogen. Ein Vaterschaftstest soll zeigen, ob der Nachbar tatsächlich der leibliche Vater ist.